Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Resident Evil Teil 3, das Remake. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, der Mistkerl ist tot. Gut, scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß, und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! So, zur U-Bahn-Station zurückkehren. Jetzt aber nur die große Frage, wo ist die U-Bahn-Station jetzt? So. Ich kann ja jetzt nur hier entlang gehen. So, Pistolenmunition. Gut. Aber dass Nemesis tot ist, das glaube ich den ganzen Tag nicht. Da ist ein Zombie. Da sind noch mehr Zombies. So, jetzt erstmal gucken, wo zum Geier ist denn jetzt überhaupt die U-Bahn-Station, wo ich jetzt hin soll. So, natürlich gibt es jetzt keine vernünftige Karte, zumindest noch nicht. So, warte mal. Ach nee. Die Fässer können nämlich auch explodieren, deswegen wäre es gut, wenn ich die Zombies da irgendwie hinlocken könnte. Dann könnte ich sie nämlich alle auf einem Schlag. Erledigen. Ja, Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Hier ist Happy. Ach, fuck. Okay, gut, das war jetzt. Leider nicht. So wie ich es eigentlich gewollt habe, aber ich wollte eigentlich alle drei auf einen Schlag erledigen, aber. Kriege ich nicht aufgeschossen, scheiße. Komme ich hier vielleicht rein? Ja, hier haben wir grünes Kraut. Halbautomatischer Lauf, Flinte. Warte mal. Ach nee. Kombinieren. So. So, mal gucken, was haben wir denn hier noch so alles so Feines? Oh, Schießpulver. Schießpulver ist immer gut. Schießpulver ist immer gut. Flintenmunition ist auch gut. Hey! Oh, 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 oh! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu,
Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn. Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur... nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Okay. Seitengasse, das ist wahrscheinlich das Tor, wo ich jetzt eben gerade nicht reingekommen bin. So, was hauen wir denn jetzt hier nochmal rein? Oh, warte mal, kann ich jetzt eigentlich das hier miteinander kombinieren? Ja. Ja, wunderbar, wunderbar. So. So, warte mal. Das kann man ja auch mit dem hier kombinieren. Da hat man wieder, stellt die Gesundheit komplett her. So, was haben wir denn jetzt hier alles drin? Rotes Kraut, Schießpulver, Pistolen, Munition, immer mitnehmen, immer her damit. Ja, rotes Kraut, das bringt mich jetzt nicht weiter. Schießpulver ist so im Moment auch nicht gut. Ach ja, speichern. Oh, endlich. Oh, Gott sei Dank. So. Irgendetwas war aber mit dem Typen da jetzt eben gerade. Da war doch hinten im Raum, waren da noch welche. Wahrscheinlich seine Frau oder auch Kind. Nee. Ja, da muss ich durch das Tor da durch. Ja, hier vorne. Yep. Was? Der steht wieder auf? Alter, ich krieg so ein... in der Kanalisation so ein riesen Vieh damit platt und der steht wieder auf? Glaube ich ja jetzt nicht, ne? So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? So, da kann ich wieder, da ist wieder was, da, aber wo ist denn jetzt hier nun? Ach, hier hätte ich auch noch hingehen können. Weiß ja gar nicht, was da jetzt gewesen wäre. Ja, da warte mal, da gehe ich da jetzt. Ne, warte mal, da wurde alles abgesperrt. Oder? Ich habe das gar nicht drauf geachtet, war da jetzt nee. Oder hätte ich da auch noch hingehen können? Egal, gehen wir zurück. Ist mir jetzt scheißegal, will ich jetzt wissen. Aber dass diese Viecher nach einem so einem Granattreffer wieder aufstehen, obwohl so ein, wie gesagt, in der Kanalisation ein so ein Vieh dann da drauf geht. Ah, unglaublich. So, warte mal.
So, das ist jetzt... Ich will mal versuchen, die so ein bisschen zu umgehen. Hier, das ist hier hin. So. Hochwertiges Schießpulver, das ist gut. Ah, alles klar, jetzt habe ich hier alles abgesucht. Wunderbar. Hat sich das ja doch halbwegs gelohnt, hier hinzugehen. Ja, gut. Mal sagen wir mal weiter. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich habe hier nur noch 5 Schuss. Fuck. Fuck, 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 fuck. Kuckuck. Okay, 2 Treffer und er ist erledigt. So, aber bevor ich jetzt okay, da haben wir hier eine schöne fette Kiste mit Dietrich. Da bin ich mal gespannt, was so Feines hier drin ist. Klar. Was haben wir hier? Raccoon Times Leserbriefe. Was sagen die Leute denn? Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Meine Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits 3-mal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wales. Oder Wales oder Wales oder irgendwie so ähnlich. Gut. Hier ist er auch jetzt nichts weiter. Gut, warte mal, aber... Ja, Moment. So, bevor ich jetzt rausgehe. Ja. Ach, hier habe ich den Sprengstoff übersehen. In dem Laden hier. Ach, verdammt. Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, ich habe den Sprengstoff übersehen in dem Laden. Nee, Quatsch, andersherum. So. Das wäre auch jetzt schon egal. Ich habe jetzt aus dem Spiel mittlerweile gelernt, man darf hier wirklich nichts, aber auch rein gar nichts übersehen. Nichts, aber auch wirklich nichts.
So. Schießpulver. Oh, warte mal. Kann ich jetzt die beiden Sachen hier... Nee, warte mal. Er gibt kombiniert mit Schießpulver, Flintenmunition oder Mag-Munition in Kombination von 2 Einheiten. Oh, warte mal. Oh. So. Ja. So. Das speichern wir nochmal schnell ab. So, gut. So, jetzt möchte ich mal wissen, wo ich jetzt hinkomme. Kann ich das auch mitnehmen hier? Nee. Leider nicht. So, wo ist denn jetzt nun diese verfickte Scheiß-U-Mann? Ach da, jetzt muss ich irgendwie da hinkommen. Okay, gut, mal gucken. Och nein, was ist... Och nein! Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Nein, nein, nein! Alter, das gibt es doch nicht. Mit einem Raketenwerfer, ja, super. Jill, alles klar? Carlos, das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Dachte ich auch. Ah nee, scheiße. Ich renne jetzt hier in die... Scheiße! Alter, das glaube ich doch jetzt nicht. Alter, ist das Vieh dann gar nicht tot zu kriegen? So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo bin ich denn jetzt überhaupt? So, ich muss jetzt hier hin. Das heißt, hier jetzt hoch, hier rum, hier wieder runter und dann hier entlang rennen. Oder eben halt hier entlang und dann, nee, dann renne ich hier hoch jetzt. Bop, 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 hier rum, hier wieder runter und dann einfach die Straße hier entlang und, oh Gottes Willen, ey. Ich weiß nicht, ob das Vieh mich jetzt noch verfolgt. So, warte mal. Ich habe jetzt leider... Ja, ich wollte das jetzt noch nicht nehmen, weil das die Gesundheit wieder komplett herstellt und ich habe nichts mehr. Ich weiß ja jetzt nicht, ob er mich jetzt noch weiter verfolgt. So, Moment mal. Hier komme ich ja jetzt gar nicht weiter. Ah, nee, Quatsch. Ich muss ja... Moment, aber wie... Dann kann ich ja nur hier entlang, aber das geht doch gar nicht. Da brennt doch alles. Och, da muss ich den langen Weg nehmen.
Also hier kommt man auch nicht rein. Deswegen haben sie da X hin gemacht. Das heißt, ich muss jetzt hier rumgehen. Und dann hier entlang und dann... Och, kommt schon, Leute. Ah ja, und dann hier und dann hier rum und... Ach, kommt schon, Leute. Kommt schon, Leute. Tut mir das nicht an hier. Echt jetzt? Ach. Ja, super. Toll. Danke. Gut, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.